Hallo, ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben Zuschauer hier auf YouTube, aber auch Zuhörer in meinem Podcast. Im heutigen Thema werden wir das Yin und Yang vom Erfolg eures Lebens mal behandeln. Mein Name ist Michael Barrau, bin Verkaufstrainer, Vertriebstrainer. Und wünsche euch jetzt mit diesem Video viel Spaß. Das Yin und Yang haben ja zwei Seiten, die weiße und die schwarze Seite. Diese zwei Seiten von der Medaille oder generell das Schwarz und Weiße das Yin und Yang sind zwei Seiten einer Medaille. Yin und Yang, Schwarz und Weiß. Um erfolgreich zu sein, muss man lernen, sowohl die positive, aber auch als die negative Seite von den Dingen zu sehen. Viele Menschen konzentrieren sich auf die positive Seite, vergessen aber oder ignorieren die negative Seite. Aber dann gibt es wieder Menschen, die ignorieren das Positive und denken nur an das Negative. Ihr müsst beide Seiten von euch aus sehen. Nicht von meiner Seite aus, von eurer Seite aus. Von eurer Seite der Medaille aus. Welche Fähigkeiten habt ihr denn? Welche positiven oder negativen Dinge könnt ihr verstärken oder minimieren? Um erfolgreich zu sein, muss man lernen, sowohl auch die positive und auch die negative Dinge anzusehen. Dies bedeutet immer, optimistisch zu sein. Ich sage es jetzt mal so, dieses eine Video, was gerade so auch in den Runden läuft von Dieter Bohlen, wo er auf dem Founder Summit was erzählt hat über Russland, über die Gasknappheit, über die Sanktionen, dass die nicht sein würde, ist unternehmerisch ein No-Go. Er verbaut sich seine Karrieren damit. Er hat das Negative rausgelassen, obwohl er eigentlich mehr der positive Mensch ist. Dieter Bohlen ist ein Unternehmer. Aber er hat nicht unternehmerisch weitergedacht. Für ihn könnten jetzt mehrere Deals platzen, wenn dieses Video oder diese Videos nicht rausgenommen werden aus dem Netz. Und so ist es auch mit euch, wenn ihr angestellt seid oder auch Unternehmer seid, selbstständig seid. Müsst ihr beide Seiten für euch anerkennen und für euch sehen, was gut ist und was schlecht ist. Seht immer das Positive an und eliminiert eure negativen Gedanken. Es ist elementar wichtig, in eurem Unternehmen und für euch das Gleichgewicht zu finden, die Balance zu finden, wo für euch richtig ist. Hört auf mit diesen limitierten Glaubenssätzen, dass die Politiker schuld sind, dass die schuld sind. Ihr seid für euch
alleine derjenige, der die Schuld hat, wenn euer Unternehmen nicht läuft, wenn kein Geld reinkommt. Ihr müsst handeln, nicht die Politiker, nicht irgendwie Putin. Ihr müsst sehen, dass ihr Cashflow habt, dass ihr Cashflow auch entwickelt, dass ihr Cashflow bekommt. Das geht nur in einer Balance, in einem Yin und Yang. Ich persönlich habe mit Yin und Yang sehr viel daraus gelernt und sehe das Positive mehr wie das Negative an, weil ich ignoriere die Negativität und greife dort an, wo ich positiv gelaunt bin. Das Negative lasse ich gar nicht erstmal in meinen Glaubenssatz hinzu. Und das könnt ihr auch. Und wenn du, da bin ich, noch mehr Lust drauf habt, dann hinterlasst diesem Video ein Like, einen Kommentar und abonniert diesen Kanal. Hört gerne den Podcast. Schaut gerne auch mal bei TikTok vorbei. Und viel Spaß, viel Erfolg für euer Yin und Yang, euer Michael.